Die Idee, den Kinderbuchverlag Kalmemara zu gründen, ist hier im Dorf Sentana entstanden. Hier im Dorf wird sozial benachteiligten und behinderten Kindern und Menschen zumindest für ein paar Stunden in der Woche Lebensmut und Freude geschenkt. Viele Tierseniorenim Dorf Sentana haben herzzerreißende, abenteuerliche, aber auch leider traurige Lebensgeschichten hinter sich. Der Gedanke und der Wunsch, diese besonderen Lebensgeschichten möglichst vielen Kindern und Erwachsenen zu erzählen, waren schließlich die Initialzündung, um den Kalmemara Verlag zu gründen. Besonders bewegend und dramatisch ist die Lebensgeschichte der Kuh Elsa, einer der ersten Dorfbewohnerinnen, die vom Schlachthof geflüchtet ist, mehrere Wochen durch die Wälder geirrt ist und dann um viele Umwege bei uns hier im Dorf Sentana gelandet ist. Diese wirklich fantastische und herzzerreißende Geschichte haben wir in diesem Buch Elsa büchst aus festgehalten. Lustiges gibt es hingegen über unsere vier Ferkel Konrad, Knut, Karl und Kurt zu erzählen. Und wie unsere Bücher entstehen, das zeige ich euch jetzt. Bei der Auswahl unserer Titel ist uns wichtig, dass das jeweilige Buch zur Kalmemara-DNA passt. Dabei steht der Respekt für jedes einzelne Lebewesen immer im Mittelpunkt und damit natürlich auch ein großer Respekt für die Kinder, die unsere Bücher lesen oder vorgelesen bekommen. Neben unseren Kernthemen, also dem Tier- und Umweltschutz, liegen uns dabei vor allem Geschichten zu Diversität, Toleranz und dem großen Thema Emotionen am Herzen. Wenn wir uns für einen Titel entschieden haben, beginnt die eigentliche Lektoratsarbeit, zusammen mit der Autorin oder dem Autor. Gemeinsam feilen wir so lange am Text, bis alle glücklich damit sind. Spätestens dann beginnt auch die Illustratorin oder der Illustrator damit, die Geschichte in Bilder einzufangen. So wird auch unser Maskottchen Bubi Blaufuß zum Leben erweckt. Im Satz werden dann Bild und Text zusammengefügt. Zum Schluss noch ein letzter Korrekturgang und wenn dann alles stimmt, darf das Buch in die Druckerei. Wir lassen unsere Bücher ganz in der Nähe drucken, nämlich bei Kirchner Printmedia in Kirchlengern. Das ist nur eine ganz kurze Autofahrt vom Verlag entfernt. Zuerst schaue ich mir hier die Proofs noch einmal final an. Sie sind dann die Grundlage für den Drucker, an der er sich farblich orientiert. Das Papier für unsere Bücher ist übrigens FSC-zertifiziert. Außerdem verwenden wir sogenannte Ökodruckfarben, die biologisch abbaubar sind. Beim Andrucken wird die Farbe der Druckbögen dann noch einmal genau mit den Proofs abgeglichen. Sollte irgendwas nicht passen, kann noch einmal Hand angelegt werden. Wenn alles passt, läuft die Auflage dann in wenigen Minuten durch. Und dann geht es für unser neues Buch auch schon zurück nach Bielefeld zu meiner Kollegin Christina. Damit unsere Bücher auch für jeden zu bekommen sind, sorge ich dafür, dass sie an so vielen Stellen wie möglich für euch bereitstehen. Ihr bekommt sie nicht nur direkt bei den Hauptdarstellern im Sentana-Dorf, sondern unter anderem natürlich auch in Buchhandlungen. Mit den Buchhandlungen, die unsere Kinderbücher bereits im Sortiment haben, bleibe ich immer im Austausch und bringe eine Bestellung gerne auch mal persönlich vorbei. Hierbei versorge ich sie mit Flyern und anderem Material und informiere sie über alle neuen Projekte. Gemeinsam planen wir Aktionen, Thementische oder Schaufenster. Und ich hole mir gerne auch das Feedback zu unseren Titeln ab. Neben dem stationären Handel und verschiedenen Online-Händlern findet ihr unsere Bücher auch in unserem eigenen Online-Shop. Hier gibt es neben den Produkten viele zusätzliche Infos, Hintergrundstories und kleine Goodies. Mit nur wenigen Klicks könnt ihr hier eure neuen Lieblingsbücher ganz bequem bestellen und direkt nach Hause liefern lassen. Die Heldinnen und Helden aus unseren Büchern freuen sich übrigens auch über euren Besuch hier im Dorf. Und ein Teil unserer Erlöse kommt den sozialen Projekten und den Tieren hier im Dorf natürlich auch zugute.